Immer wieder werden Menschen von Wohnungsbränden überrascht. Unser Geruchssinn funktioniert nicht während des Schlafes. Rauch und entstehende Gase nehmen wir nicht wahr. Oft ersticken Brandopfer, bevor sie die Flammen bemerken. Hunderte Menschen kommen so jährlich in Deutschland ums Leben. Ein Rauchmelder kann hier helfen. Sobald Rauch in das Gerät eintritt, wird ein schriller Ton ausgelöst, der alle Hausbewohner warnt. Allerdings bleibt den Betroffenen dann nicht mehr viel Zeit. Wenn der Warnton erklingt, ist der Raum schon mit Rauch gefüllt. Eine rechtzeitigere Detektion von Bränden könnte noch mehr Leben retten. Ein Blick in die Natur gibt Wissenschaftlern Anregungen zu neuen, leistungsstärkeren Geräten. Der schwarze Kiefernprachtkäfer, Melanophila acuminata, verfügt beispielsweise über ein erstaunliches Fernortungssystem für Brände. Der nur knapp 1 Zentimeter große Käfer nimmt während des Fluges über viele Kilometer Entfernung Feuer wahr. Warum der Käfer auf diese erstaunliche Fähigkeit angewiesen ist, erklärt Professor Schmitz vom Institut für Zoologie der Universität Bonn. Weil sich die Larven nur im Holz von verbrannten Bäumen entwickeln können, das ist sozusagen eine echte ökologische Nische. Und aus diesem Grund sind die Käfer der Elterngeneration darauf angewiesen, einen Waldbrand zu finden, zu detektieren. Denn das gesamte Fortpflanzungssystem vom Treffen der Geschlechter über die Kopulation bis zur Eiablage spielt sich alles auf dieser frischen Brandfläche ab. Und die Weibchen legen dann, nachdem die Kopulation erfolgt ist, ihre Eier unter die Rinde von verbrannten Bäumen, wo sich die Larve dann innerhalb von einem Jahr entwickeln. Die Käfer werden nicht vom Rauch der Brände angezogen, sondern von der Wärme. Am Modell zeigt Professor Schmitz die Infrarotorgane am Körper des Insekts. Jeweils seitlich hinter den Hüften der Mittelbeine liegen sogenannte Sensorarrays. Unter dem Raster-Elektronenmikroskop lässt sich erkennen, dass diese in kleinen Gruben liegenden Organe viele kleine kuppelförmige Rezeptoren enthalten. Etwa 90 haben die Wissenschaftler gezählt. Jeder dieser Infrarotrezeptoren hat einen Durchmesser von gerade einmal einem 15.000stel Millimeter. Was passiert im Inneren dieser Kügelchen, wenn es brennt? Wie entsteht das Signal, das den Käfer zum Waldbrand lotst? Doktorand David Klocke hat dazu eine Reihe von Versuchen am Nano-Indenta durchgeführt. Bei dem Verfahren dringt eine winzige Diamantspitze in Käferproben ein. Gemessen wird die Kraft, die dazu aufgewendet wird, sowie die Eindringtiefe. Mit den ermittelten Daten zu den mechanischen Eigenschaften der Infrarotrezeptoren kann deren Funktionsweise simuliert werden. Wir haben hier einen Scan gemacht mit dem Nano-Indenter. Wir haben einen Querschnitt gescannt durch einen einzelnen Infrarotrezeptor von Melanophila acuminata. Wir können hier die innere Kugel erkennen. Und wir sehen hier, dass es einmal diese äußere lamellierte Schicht gibt und eine innere schwammartige Cuticula. Und wir haben in beide Schichten ganz gezielt indentiert und haben festgestellt, dass die äußere Schicht deutlich steifer und deutlich härter ist als die innere. Im Querschnitt stellen sich die Wissenschaftler die Infrarotrezeptoren also so vor. Außen eine harte, druckstabile Schale, vergleichbar mit der einer Kokosnuss. Im Inneren befindet sich ein weicher Kern mit einer Vielzahl von Hohlräumen und Kanälen, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. Wenn jetzt Infrarotstrahlung kommt, dann erwärmt sich das Ganze und es dehnt sich natürlich aus. Aber die Ausdehnung wird natürlich durch diese äußere harte Schale sehr stark begrenzt nach außen hin. Und es wird eben dadurch, dass die äußere Schale so hart ist, im Grunde genommen resultiert aus der ganzen Sache, dass die Spitze dieses Dendritens ganz leicht deformiert wird. Die Ausdehnung führt zur Verformung, diese löst ein elektrisches Signal aus. So einfach funktioniert das in einem einzelnen Infrarotsensor des Kiefernprachtkäfers. Gelingt es den Wissenschaftlern, solche Sensoren nachzubauen, könnten beispielsweise Waldbrände bald viel früher entdeckt und bekämpft werden. Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe könnten so jährlich allein in Europa vermieden werden. Und das Team um Professor Schmitz ist bereits auf einem guten Weg. Dieser Sensor hier ist quasi ein Kügelchen, einer von diesen Sensoren von dem Käfer. Statt halt dieser harten äußeren Cuticula-Schale, diesem Exoskelett, haben wir hier halt Plexiglas gewählt. Und der Kern ist bei den meisten Versuchen nicht wie beim Käfer mit weichem, schwammigem Material und Flüssigkeit gefüllt, sondern meistens hier nur mit Flüssigkeit. Wenn jetzt Infrarotstrahlung auf den Sensor trifft, geht die durch das infrarotdurchlässige Fenster vorne, also hier das Fenster, in die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wärmt sich auf, dehnt sich aus, dadurch, dass sie erwärmt wird. Und dadurch lenkt sich hinten diese rote Membran aus.
Und die Auslenkung von der Membran wird dann mit einem kapazitiven Sensor gemessen, der mir dann halt ja, die Ausdehnung quasi in Spannung wiedergibt. Ein erster Erfolg für das Team, aber es gibt noch viel zu tun. Der Aufbau muss viel kleiner und handlicher werden. Außerdem verfügt der Demonstrator noch nicht über die wichtigen Ausgleichskanäle. Diese helfen dem Käfer dabei, tagtägliche Temperaturschwankungen von einem tatsächlichen Feuer zu unterscheiden. Aber die Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass auch das bald gelingt. Was das technische Potenzial dieser Entdeckung angeht, zeigt sich Professor Schmitz überzeugt. Man kann bereits mit dem Einzelsensor natürlich eine Menge erreichen, indem sie ja in der Lage sind, schnell und berührungslos Oberflächentemperaturen zu überwachen, sozusagen als Frühwarnsystem. Was uns natürlich besonders interessiert im Hinblick auf die Bionik und das Nachbauen dieses Käfersensors, sind kleine bildgebende Multisensor-Arrays, wie man sagt, mit denen sie in der Tat ein Wärmebild, eine Wärmebildszenerie im Infraroten sehen können. Und das sind natürlich alles Systeme, die man sehr gut verwenden kann, zum Beispiel in der schnellen und berührungslosen Überwachung von Temperaturen in der Industrieproduktion im weitesten Sinne. Überall, wo Temperaturen auftreten und überwacht werden müssen, ist das von Bedeutung. Dann haben wir natürlich das große Gebiet des Suchens und Detektierens von heißen Stellen, beispielsweise die Waldbrandüberwachung oder allgemein die Feuer- und Brandüberwachung auch in größeren Gebäuden und Industrieanlagen. Beispielsweise auch Dinge wie Vermisstensuche, wo ja zunehmend mehr Infrarotsensoren beispielsweise von Hubschraubern eingesetzt werden, bis hin zu Systemen, die Sie als sogenannte Nachtsichtassistenten im Automobilbereich verwenden können, um eben die Fahrsicherheit doch erheblich zu vergrößern, dass Sie beispielsweise im Infraroten bis zu 400 Meter weit sehen können. Das schaffen Sie normalerweise mit den Scheinwerfern nicht und rechtzeitig eben warmblütige Objekte, sprich Menschen oder Tiere, detektieren können. Thank you.